Hallo, wir befinden uns hier in der Wien-Werkstatt und wir wollen einen Bericht machen. Das Thema ist Demokratie. Eine Demokratie bedeutet, dass man wählen kann, wer in der Macht ist. Chantal wird euch jetzt erklären, was man dazu machen muss zum Wählen. Dazu sollte man Informationen sammeln. Dazu ist es wichtig, dass man Nachrichten schaut. Und man sollte Informationen vergleichen. Verschiedene Nachrichten. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, indem wir Leute befragen, die sich schon etwas auskennen und schon wählen waren. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen in die Kinderstadt. Also, wir sind jetzt hier im Rathaus und wir wollten gerne Sie fragen, weil Sie ja schon mal wählen waren, was man so machen muss für die Demokratie und was man braucht. Ja, generell ist die Wahl ein gutes Argument, dass man seine Meinung kundtun kann. Deswegen finde ich, sollte man auch das nutzen, dass man zur Wahl gehen kann. Viele gehen ja nicht einfach, weil sie keine Lust haben. Man sollte sich vorher gut informieren über die zur Wahl stehenden Personen bzw. Parteien und dann einfach seine Meinung zum Ausdruck bringen. Okay, danke schön. Hallo, da Sie ja schon wählen waren, wollten wir Sie fragen, was man tun sollte für die Demokratie und was man beachten sollte. Ja, Demokratie ist eigentlich ein Miteinander mit dem Volk. Hallo, wir haben hier einen ganz besonderen Gast, Frau Frauenberger. Und Frau Frauenberger, was muss man denn so tun für die Politik und für die Demokratie und so? Also ich denke mir, das erste Mittel, das man auf jeden Fall ergreifen muss, ist, wenn man ein Wahlrecht hat, dass man es auch nutzt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in Wien am 11. Oktober gewählt wird, dann muss man das Wahlrecht, das ja auch ein schwer erkämpftes Recht ist in der Demokratie, auch nützen und hingehen und wählen. Und ansonsten glaube ich, dass es in der Demokratie sehr, sehr wichtig ist, dass man versucht, auf den verschiedensten Ebenen mitzubestimmen. Ob das jetzt bei dir in der Klasse ist, wenn du Klassensprecherin bist und dich in die Dienste der Demokratie stellst, oder ob es ist ein Projekt im Kretzel, für das man sich einsetzt, oder ob es ist einfach eine solidarische Haltung, jetzt zum Beispiel in Richtung der Flüchtlinge, wo man sagt, man nimmt die Menschen auf, man heißt sie willkommen, man unterstützt sie. All das stärkt die Demokratie. Dankeschön. Ich stehe hier im Rathaus, vorm Rathaus in der Kinderstadt. Ich habe heute erfahren, dass es hier heute ein Volksbegehren gibt. Ein Volksbegehren ist, wenn jemand was will, dann bringt er eine Liste zum Unterschreiben hier ins Rathaus, die natürlich andere auch unterschreiben können, die dasselbe wollen. Wenn eine Liste genug Unterschriften hat, muss sie von den Politikern behandelt werden. Das kann man übrigens auch in Wien. Man muss dafür aber wahlberechtigt sein. Okay. Los, zurück ins Studio. Uns geht die Zeit aus. Puh, das war's. Wir sind wieder in der Wien-Werkstatt. Wie wir von den meisten Erwachsenen erfahren haben, ist es wichtig, wählen zu gehen. Also, geht wählen. Nutzt eure Demokratie. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Willkommen, unser Thema heute ist, was ist ein Ausschuss? Im Ausschuss werden Verordnungen besprochen. Wenn ihr nicht wisst, was Verordnungen sind, erkläre ich es jetzt. Verordnungen sind wie Gesetze, nur dass sie nur für Wien gelten. Wenn die Verordnung beschlossen wurde, müssen sich die Bürger daran halten. In einem Ausschuss sitzen Experten, die sich mit einem bestimmten Thema besonders gut auskennen. Wir haben jetzt eine Expertin hier. Darf ich vorstellen? Frau Doktorin Jennifer Kickert. Herzlich willkommen im Rathaus und das ist unser Gast, Doktorin Jennifer Kickert. Wir haben einige Fragen an Sie, wie zum Beispiel, was ist ein Ausschuss? Ein Ausschuss ist einfach eine kleinere Gruppierung aus dem Gemeinderat, der sich mit einem bestimmten Thema, genauer befasst. Wir haben gehört, dass Sie Mitglied mehrerer Ausschüsse sind. Jetzt wollten wir Sie fragen, wie läuft so ein Ausschuss ab?
Es gibt eine Tagesordnung, das heißt eine Woche vorm Ausschusstermin wird ausgeschickt, zu welchen Themen gesprochen wird, und das wird in einem Ausschuss diskutiert und entweder zur Kenntnis genommen oder darüber abgestimmt. Und jetzt zurück zu unseren Kollegen. Vielen Dank fürs Interview und für die interessanten Antworten. Auf Wiedersehen, das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen bei der Wien Werkstatt. Es geht heute um Bundesgesetze und Landesgesetze. Ein Gesetz ist eine ganz wichtige Regel, wie zum Beispiel nicht über Rot über die Ampel zu gehen. Ja, das ist ein Bundesgesetz, nicht bei Rot über die Ampel zu gehen. Das gilt für ganz Österreich. Die Gesetze, die für ganz Österreich gelten, werden im Parlament gemacht. Ein Landesgesetz ist ein Gesetz, das nur für Wien oder ein anderes Bundesland gilt. Landesgesetze für Wien werden im Rathaus gemacht. Und wer diese Gesetze macht, das entscheiden wir bei der Wahl. Geht's hin und bestimmt's mit. Tschüss!